Ja, ein bitterer Verlust hier für denjenigen. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich merke schon, das war eine gute Idee, hier reinzugehen. Hammer! Richtig geil. Nee! Nein, wie geil ist das denn? An einer Stelle. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Punkt 7 Uhr haben wir hier gestartet. Die ersten Münzen sind schon gefunden. Wir schauen mal, wie viel wir innerhalb von einer Stunde finden können. Und außerdem hatte ich eben Schmuck unter der Spule. Deshalb auch die gute Laune. Nee, es macht wirklich Riesenspaß. Und falls ihr mal mit dem Detektor suchen möchtet, schaut mal meinen Sponsor vorbei. Abenteuer-Schatzsuche.de. So, erstes Signal. Leitwert 62. Und ein Kronkorken. So, weiter geht's. Zweites Signal, Leitwert 67, Kronkorken. Leitwert 65. Ganz schön tief. Ja, da ist er, Kronkorken. So, hier haben wir Leitwert 58. Wieder Kronkorken. Okay. So, jetzt vielleicht. Leitwert 62. Hört sich sehr sauber an. Jawohl, da haben wir ein Slotti. Super. Noch ein 63er Signal. Der Slotti hatte selben Leitwert. Ist aber ein Kronkorken. Leitwert 67, glaube ich. Kronkorken. 71. Boah, machen wir mal so. Kronkorken. Das ist gar nicht mal so einfach. So, Leitwert 84. Ein Euro, ja. Super. Schön. So, jetzt doch mal was Gutes, oder? Was haben wir? Kronkorken. Oh Gott. Ja, das ist schon heftig. So, Leitwert 75. Da haben wir zwei Grosche. Schön. Endlich mal wieder eine Münze. So, das könnte jetzt was sein. Leitwert 75. Ich glaube, ich hatte schon in der Hand. Dürfte eine Münze gewesen sein. Jawohl, zwei Slotti. Sehr, sehr gut. Ja, Kronkorken. Ja, sobald da ein bisschen Eisensignal mit bei ist, kann man eigentlich sofort weitergehen.
Es sei denn, man möchte nur Kronkorken finden. Quetsch mich jetzt hier gerade in der Umkleide rein. Schauen wir mal hier. Leitwert 62. Upsasa. Tatsächlich, ein Slotti. Ausgezeichnet. Ja, dass hier mal das eine oder andere verloren geht, aus den Hosentaschen fällt. Möglich. Noch was, Leitwert 81. Oh, ohne Pinpointer. Zwei Slotti. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich merke schon, das war eine gute Idee, hier reinzugehen. So, haben wir noch was? Doch, hier ist noch was. Da haben wir es doch, Licht hier an der Oberfläche. Ein Grosch. Ja, das ist doch schön. Drei Münzen in diesem Ding hier. Klasse. Hm. Hier noch was? Nee. Okay. Der ist aber tief. Ja, da haben wir was. Ja, da musste ich jetzt aber tief graben. Den hat auch kein anderer gefunden, so wie verrostet der ist. Okay, alles klar, weiter geht's. So, 81. Ja, das ist Schmuck. Oh, cool. 80er Leitwert. Könnte ja vielleicht sogar Silber sein. So sieht das Teil aus. Jetzt die Frage, Modeschmuck oder doch was Edleres? Ja gut, die Rückseite könnte darauf schließen lassen, dass das kein Silber ist. Vielleicht so ein Anhänger für Kinder. Egal, trotzdem schön, es ist Schmuck. So, das kann man hier auf gar keinen Fall liegen lassen. Leitwert 64. Kronkorken, Mist! So, hier haben wir ein schönes Signal. Sehr gut. 5 Slotti? Nee. Nein, wie geil ist das denn? An einer Stelle 10 Slotti. Hammer. Richtig geil. Den Leitwert muss ich mir auf jeden Fall merken. Was war das? 72. Richtig gut. Ja, ein bitterer Verlust hier für denjenigen. So, haben wir hier noch was. Da ist noch was. Das ist dieselbe Stelle, aber diesmal jetzt ein anderer Leitwert, 65. Abziehlasche. Okay, das können wir verkraften. Eisen. Na? 39? Nee. 49? Da sehen wir eine Münze. 5 Euro Cent. So, okay. Ja. Ja, mit Euros kannst du hier eigentlich wenig anfangen. Ich weiß nicht, warum die Leute das Geld hier in der Tasche haben. So, weiter geht's. 74er Leitwert.
2 Euro. Sauber. Das sind umgerechnet mal 4,4 auf jeden Fall, circa. Hier ein richtig schönes 67er Signal, obwohl ich jetzt beim letzten Schwenker auch Eisen mitgehört habe. Ja, darauf kann man sich wirklich verlassen, aber das war wirklich schon, als ich den Detektor angehoben habe. Na egal. So, ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Es ist 8 Uhr, das heißt, wir zählen jetzt einmal nach. So, wir haben 16 Zloty und 3 Grosche und 3,05 Euro und ein Herzanhänger. Gut, ich blende euch das mal ein. Wenn ich das umgerechnet habe mit den Euros, dann wissen wir, wie viel wir in einer Stunde verdient haben. Gut, das war's jetzt für heute. Es ist zwar erst 8 Uhr, aber der Strand, der füllt sich wirklich rasend schnell. Und ich will die Leute hier nicht nerven mit den Kameras und dem Detektor. Deshalb vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Hinterlasst gerne einen Kommentar, das würde mich wirklich sehr freuen. Liebe Grüße gehen auch raus an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de.